Ich würde voll gerne mal jemanden entjungfern. Darf ich bei dir? Ich habe mich in dich verliebt, als du meinen Pullover anhattest. Hatte Emilia schon mal einen Pullover von dir an? Zoe soll Marie-Laure schreiben, dass sie Jonas Wood geliebt und ob das okay für sie ist. Vicky zum Beispiel an Sedo sollst du eine Nachricht schreiben. Ja. Theo möchte die Y-Niels Crew verlassen. Ich kann dir nicht schreiben, ich bin blockiert überall. Wie ist denn dein Verhältnis zu Nika im Moment? Also ist sie nicht so loyal ihrem Freund gegenüber? Werden wir dann sehen. Das mit Nathan eskaliert gerade komplett, dachte, das wäre alles ein Joke, aber mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Hey Bro, habe heute auch schlecht geschlafen, stehe nämlich auf Pelten. Wollte er mir aber dein Golden holen, wäre das wirklich für dich? So random. I don't know, als du mir das erzählt hast von diesem Mädchen, was bei dir war, war ich nur so, keine Ahnung. Was denkst du darüber? Gehst du weiter? Würdest du denn auch für mich bellen? Ah ja, hier zum Beispiel so eine Nachricht. Benne muss Keanu schreiben, dass er sich in Nona verliebt hat und ob das für ihn ein Problem ist. Das Ding ist halt, es wäre nicht cool, weil Keanu wird es sofort durchschauen halt. Okay, Benne, die erste Option wäre, wir können uns ein bisschen was anhören. Ja, jeder kann mitvoten. Also Benne an Diana, also Diadem-Lori. Diana, ich muss dir was sagen. Seitdem wir Krass Klassenfahrt gedreht haben, habe ich mich ein bisschen in dich verliebt. Dann Benne an Dahlia. Ich glaube, ich empfinde mehr als Freundschaft für dich. Also wir haben jetzt schon mal Diana oder Dahlia. 24 Tim gibt es auch noch als Option. Und Kyla ist auch wieder mit dabei als Option. Was denn mit Kyla? Ich würde voll gerne mal jemanden entjungfern. Darf ich bei dir? Oh. Also ich kann mal kurz eine Einschätzung geben. Also Diana wird mir absolut nicht glauben. Dahlia denke ich auch... Weil sie auch schon hier dabei war und das Prinzip kennt, ne? Und Kyla, das ist low, das wird die auch. Mit der habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Stimmt, ich finde auch Kyla sollte nicht. Ich kann mal gucken, wem Benne so folgt. Ja. Okay, ja. Theo hat einen Vorschlag. Ja. Ach Mann, ey, deine Kamera ist wirklich so. Zu hell einfach. Das ist nicht zu hell. Und es ist nicht Autofokus. Warum ist es nicht? Ach, es ist nicht Autofokus. Nee. Emilia. Ja, können wir machen. Emilia ist so eine gute Idee. Ist eine super Idee. Hat die ein Highlight CBD-Öl? Spannend. Ja. Das war Money auf jeden Fall. Okay, wir nehmen. Ah, das ist doch aufregend. Zum Beispiel, wir tauschen das um. Benne zu Kyla und wir tauschen das um. Ich habe mich in dich verliebt, als du meinen Pullover anhattest. Hatte Emilia schon mal einen Pullover von dir an? Nee, aber ich einen von Okay, cool. Emilia, ich habe mich in dich verliebt, als ich einen von deinen Pullover anhatte. Das ist cool. Ist nicht schlecht. Okay. Okay, finde ich gut. Ist schön. Wird die auch checken. Aber dann ist es doof. Nee, ist gut, dass du sagst, weil dann ist natürlich insgesamt, wenn wir jetzt abstimmen, sind wir natürlich nicht dafür, weil wir haben natürlich was Undurchschaubares. Okay. Na, wir sind ja schon, also so ist es ja nicht. Ich glaube nicht, dass Emilia es checken würde. Glaubst du nicht? Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Emilia es checken würde. Mit dem Pullover? Okay, dann wir voten. Wer ist dafür, der hebt jetzt auf 3D oder so. Der macht den Daumen hoch, wer dagegen ist, runter. 3, 2, 1, okay. Ja, sind alle dafür. Kannst du machen. Vielleicht nicht verliebt, vielleicht eher so ein anderes Wort, weil verliebt ist so doll. Das stimmt. Irgendwie. Verliebt ist so sehr. Ja, keine Ahnung. Sag das vor. Über was lacht ihr denn da oben? Da unten. Im Stream ist es unten. Geil. Ich habe mich, als ich deinen Pulli anhatte. Ich finde es auch, ja. Über den Geruch. Wir können es nein, ich wollte auch über den Geruch machen. Geruch ist eine gute Sache. Geruch ist so ganz unangenehm. Genau, es ist so ein bisschen. Ja. Es ist wie so eine. Ich bekomme den Geruch von deinem Pulli nicht mehr aus. Sag doch. Ja. Was ist bei euch unten los, Zoe Payton? Wir sind gut drauf, ja. Das ist wichtig, das ist schön. Dann lass uns das aber hier so machen, weil Benne war vorhin so extrem dagegen, Hey Du zu schreiben, dass er jetzt Hey Du schreibt. Er muss auf jeden Fall. Also ja. Es geht mit Hey Du los. Ich habe gestern davon geträumt, als ich deinen Pullover anhatte und irgendwie bekomme ich den Geruch nicht mehr aus dem Kopf. Ja, das ist eine gute Nachricht. Das ist schön. Geträumt? Ja. Ich habe gestern. Dann bis gleich. Okay, warte. Zoe Payton, ja. Folgt mal kurz dem Finger mit den Augen. Ach so. Folgen mit den Augen. Weil der Chat macht sich Sorgen um euch. Okay. Jonas, das irritiert mich. Jetzt ist Zoe dran, ne? Mal gucken, was hier so vorbereitet ist. Okay, Zoe. Also hier steht, Zoe soll Marie-Laure schreiben, dass sie Jonas Wood geliebt und ob das okay für sie ist. Ja, stark. Oh mein Gott. Stark. Ja. Ja.
Und ich glaube, ich finde das ganz gut eigentlich. Also wir können auch nochmal mit dem Daumen abstimmen, aber also... Ja, safe. Das ist gut, ne? Ja. Okay, dann muss ich aber auch nochmal rausgehen. Ah, okay, ja. Okay, Zoe ist abgeschickt? Ja. Ja, hat cool. Sie. Folgt ihr euch eigentlich gegenseitig oder hattet ihr schon mal Kontakt? Nee, gar nicht. Okay. Warte mal, wem musste Zoe eigentlich schreiben? Marie-Laure. Ah. Oh. Warum ist das für alle so ein A? Ah. Ich weiß es nicht. Okay. Keine Ahnung. Peyton, bei dir ist die erste Option, die ich gerade sehe, von Lene an Luca. Wollen wir zusammen... Nein. Was war jetzt Reaktion? Also obwohl, doch, eigentlich kann ich. Ist mir eigentlich egal sogar, aber... Okay. Wollen aber wir ich glaube, das ist nicht so unterhaltsam, weil ich ihm gerade noch vor einer Stunde geantwortet habe. Also. Aber dann ist doch gut. Du hast dir Gedanken gemacht. Ja, jetzt könntest du die letzte Nachricht, die du geantwortet hast, vorlesen, beziehungsweise... War eine Sprachnachricht. Dann spiel die doch einfach mal ab. Nein. Okay, warum nicht? Ich überlege gerade, über was ich erzählt habe. Ah, über meinen lauten Kühlschrank in der Küche. Ach, ist der jetzt Teil der neuen Küche oder war der vorher schon da? Peyton? Der ist jetzt erst neu dazu, kommt ja gestern. Ah, krass, ja. Kühlschränke können wirklich so einen beschäftigen. Also so, wenn sie so, es ist wirklich so. Du kannst Glück haben und Pech haben mit einem Kühlschrank. Mhm. Okay, dann machen wir kurz, also wir könnten weiterschauen oder wir nehmen Luca. Oben ist Luca, unten ist weiterschauen. Ich kenne ihn nicht, aber okay. Welchen Luca denn? Laser Luca, Concrafter. Haben wir schon mal gehört. Ah ja, musste ich, ja. Okay, also oben. Okay, 3, 2, 1. Okay. Was ist unser? Der Chat hat eine Idee. Vicky zum Beispiel an Sedo sollst du eine Nachricht schreiben. Ja. Oh. Gute Reaction. Los. Ja, das ist super. Das war eine gute Reaktion. Ich habe eine Story gehabt. Oh, scheiße. Ich glaube, der mag mich nicht. Folgende Nachricht: Du bist so mega diplomatisch auf so einer Basis, dass du einfach schreibst: Hey, könntest du aufhören? Und dann können wir auch sehen, was Sedo für ein Mensch ist. So in der Antwort: Könntest du aufhören, Videos über mich zu machen? Wäre voll lieb von dir, danke. So, aber so, weil, wisst ihr, eine freundliche Nachricht, wo man so nur darum bittet, weil dann wäre sehr spannend, wie ist die Reaktion. Ja, ja. Also ist er dann so. Fick dich, ich mach Videos über wen ich will, oder... Ist ja, ja, stimmt, nee, ja. Tut mir voll leid. Scheiße, genau. Oh Gott. Finde ich cool, aber du hast sozusagen das Win-Win für dich. Sedo ist auch gerade live, alles doch aufregend. Ja. Und dann haben wir so eine ungefilterte Reaktion. Aber doch, ich finde ja, Peyton, es gibt auch noch einen weiteren Namen hier in den Stickern, der aktuell so, aber vielleicht ist Sedo eine ganz... Was ist der andere Name? Nur aus Interesse? Vielleicht fängt er mit L an. Nein. Also, sag mal. Wie bitte? Schon wieder L? Ja, noch ein anderes L. Das L gefällt mir nicht. Nee, L gefällt uns. Also L gefällt mir auch nicht so. Okay, dann nehmen wir doch C, oder? Ich finde doch C, gut. Okay, du hattest gesagt, er hat in einem Video gesagt, dass er glaubt, dass du ihn nicht magst. Du kannst ja schreiben, also hey, ich kann es gar nicht beurteilen, ob ich dich mag oder nicht. Also ist jetzt noch nicht die Formulierung. Mhm. Aber ich würde es irgendwie cool finden, wenn du keine Videos mehr bei mich machst. Vielleicht könnte man sich ja dann auch privat mal treffen. Ja. Das ist doch super. Oh nein, was? Sedo weiß schon von... Was weiß Sedo schon? Nicht vorwarnen, Leute. Was seid ihr für Menschen? Ist so, hä? Also ich hab's auch noch nicht abgeschickt, ne? Also aber mach trotzdem. Wir ziehen das jetzt durch und dann müssen wir einfach jetzt... Gut, wir müssen schnell sein. Wir müssen sehr schnell sein. Was hast du schon geschrieben, Peyton? Ich hab geschrieben, hey, du hattest ja mal gesagt, dass ich dich nicht so mag. Das entscheidet sich, wenn du aufhörst, solche Videos über das Thema zu machen. Vielleicht könnte man sich dann ja auch mal privat treffen. Bitte nicht verraten, Leute, wenn ihr ein Herz habt, verratet's nicht. Wenn ihr ein Herz habt. Oh. Hast du abgeschickt? Perfekt. Ja. Dann bist jetzt du dran. Super. Warum bist du eigentlich als letztes dran, Jonas? Ich weiß auch nicht, ich werde auch einfach nach dem Theo dran war, werde ich so versuchen, die Kategorie zu wechseln. Leute, nachdem Theo dran war, spielen wir Wahrheit oder Pflicht. Fuck you. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Oh. Wollt ihr uns mal dran teilhaben? Wollt ihr uns teilhaben lassen? Sorry, ja. nee, kann ich das einem anderen aus der Gruppe schreiben? Also die erste Option war, dass Theo auflöst, also so sagt, dass er nicht mehr sich vegan ernähren möchte gegenüber Valentin, richtig? Kann ich je mehr, aber Valentin. Oder ich fand es schon ganz cool, aber man muss halt schon so sehr irgendwie auch vegan wichtig finden und so weiter, dass man so denkt, ja. Also findet ihr auch, dass es nicht das Level der anderen Nachrichten hat? Ja. Hat nicht? Schon, ne? Okay. Theo möchte die Y-Niels Crew verlassen, ist die Nachricht. Bei wem bist du dir sicher, dass du eine Carlotta. Antwort... Carlotta. Okay. Easy. Okay, an Carlotta ist die Nachricht jetzt auch raus. Ich konnte es dir vorhin
leider nicht in Person sagen, aber ich habe über all das nachgedacht und ich glaube, ich packe das alles mit Wayne Niels einfach nicht mehr. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ist raus. Krass. Okay. Katze aus dem Sack. Ist heftig. Okay, und Jonas. Ja? Genau, dann machen wir das jetzt mal fix. Nee, weil wir haben da oben einen Nervenzusammenbruch. Wir müssen jetzt mal ganz kurz was für dich finden. Okay, Zoe, du hast schon eine Antwort, ne? Ja. Wirklich? Ja. Okay, sie hat geschrieben, haha, klar, dann so ein Lachsmiley, wünsche euch alles Gute. Ausrufezeichen. Also ist nett. Das ist doch schön. So auf ernst gemeint? Mit Ausrufezeichen ja. Hat es eigentlich immer eine Ernsthaftigkeit, finde ich. Krass. Ja. Oh, Anruf. Anruf von Carlotta bekommen. Könnt ihr gleich live telefonieren? Nein. Oh. Bitte, Theo. Okay, Jungs und Mädels, wir müssen jetzt essen gehen. Okay, okay. Easy. Vielen Dank, dass ihr da wart. Euch noch viel Spaß. Hast du noch Ersatz, Jonas? Ja, perfekt. Genau, ich schalte gleich jemand anderes zu. Peyton, wenn du noch eine Antwort kriegst oder so, kannst du ja mir das irgendwie per Nachricht oder Screenshot oder so schicken, dann können wir es hier noch auflösen. Ja. Und guten Appetit jetzt, ne? Lasst es euch schmecken. Danke. Ciao. Also, erstmal Adi, herzlich willkommen. Mega nice, dass du so spontan eingesprungen bist. Richtig, richtig cool. Es geht jetzt um die Zukunft von Wayne Niels. Ich finde ja. Doch, es geht jetzt auch ein bisschen um die Zukunft. Okay, okay, also Claudia hat mich dreimal angerufen, geschrieben, ob ich betrunken bin, dass es absolut nicht lustig ist und dass ich sie anrufen soll. Könntest du sie jetzt blockieren für eine Zeit? Also bist du noch bereit, eine Ebene draufzubauen, Theo? Ich glaube halt, dass sie so ein bisschen möglicherweise halt traurig ist, ne? Und mit der Traurigkeit von Leuten sollte man ja nicht spielen. Das stimmt. Jonas sieht das ganz anders. Also wir haben schon mit der Traurigkeit von vielen Leuten hier schon gespielt. Cool. Wie möchtest du auf? Ich ruf sie mal an. So, es geht noch weiter mit Carlotta gerade. Wir nehmen uns die Zeit. Sie hat What the fuck geschrieben auf die Auflösung. Ja, nee, sie wird sauer sein. Das ist super, weil sie... Wollen wir ein Entschuldigungsbild schicken? Mit Groot zum Beispiel drin oder so? Okay, warte, wie ist ein Entschuldigungsgesicht? Meinst du es so? Okay. Nein, nein, nein. Jetzt wird mein Leben zerstört. Ich doch. Jetzt wird dein Leben zerstört. Okay, du kannst was raussuchen. Ja. Oder den, so wie du magst. Ich finde, du könntest doch jetzt mal Zoes Nachricht aufgreifen, oder? Und das nochmal von deiner Seite aus bestätigen. Ich kann dir nicht schreiben, ich bin blockiert überall. Von wem? Ah, überall? Von wem? Oh. Marilor, ich kann dir nicht schreiben. Echt? Oha. Adi, du weißt, was gleich kommt, ne? Der Chat ist voll damit, wem du schreiben musst. Oh nein. Oder du rufst halt Nathan jetzt an. Mit das, meinem Handy. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht? Das ist halt diese Spur, das geht wirklich nicht. Das ist too much. Ja. Du hast den zu sehr. Also, Jonas, dass du jetzt gerade irgendwas ablehnst, ist eigentlich Frechheit. Ich würde alles machen, außer irgendwelche Sachen, die mit Nathan zu tun haben. Nika, ja, Nika. Okay, ja. Das ist für mich kein Problem. Ja, das ist doppelte Psychologie, mein Freund, ich weiß das. Ich kann jetzt, also für mich ist es völlig okay. Ich kann Nika gerne eine Nachricht schreiben. Ja? Ich verstehe mich sehr gut mit Nika. Sie ist auch immer wieder herzlich zu Formaten eingeladen. Kein Problem. Wie ist denn dein Verhältnis zu Nika im Moment? Also hat die irgendwie gesagt, die will jetzt auch wegen Nathan die ganze Zeit auch nicht dabei sein bei Formaten? Nein, oder so? Hat sie nicht gesagt. Ich könnte sie zum Beispiel fragen, ob sie Lust hat, bei der nächsten Staffel Krass-Klassenfahrt dabei zu sein. Das könnte ich jetzt schreiben als Angebot für euch Unkreativen. Also ist sie nicht so loyal ihrem Freund gegenüber? Werden wir dann sehen. Ah, okay. Du kannst das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Das ist eine Scheißnachricht, wenn die von dir kommt. Aber das wäre doch dann asozial eigentlich. Stell dir mal vor, die sagt ja und dann ist so... ich finde halt eigentlich, du könntest sowas schreiben wie, da du dich jetzt halt eh mit Nathan zerstritten hast, kannst du jetzt auch sagen, dass du sie sowieso schon immer toll fandest. Oder... Ob ihr euch nicht du cancelst sie wegen der Nathan-Sache. Ich schreibe ihr, sie kann nicht mehr dabei sein. Sie kann leider nicht mehr bei den Formaten dabei sein. Ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Das mit Nathan, ich habe meine Nachricht formuliert, aber wir können ja mal sagen, ob wir die gut finden. Das mit Nathan eskaliert gerade komplett, dachte, das wäre alles ein Joke, aber mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Just so you know, wenn er sich weiter so verhält, kannst du leider auch nicht mehr bei den zukünftigen Drehs mitmachen. Very, very good und abschicken. Ja, schicken wir so ab, ist approved. Okay, Adi, du musst noch was schreiben. Ah, Carlotta, du Dreckiger, Alter. Ja, alles gut, hab den Livestream gesehen, I was fucking with you. Cool. Ich hatte den emotionalen Herzen. Digga, ich habe gezittert bei dem Schwingschlag. Aber das war doch ein Beweis, dass es dir wirklich viel bedeutet. Und ihr nicht. Carlotta, du bist das emotionale Schwein. Du hast mit Theos Gefühlen gespielt. Es ist andersrum. Ja. Benne, wir waren liebe Menschen. Ihr wart lieb, ihr wart eigentlich die Guten. Wir waren die Guten. Aber ich wünsche, ich hätte es noch viel weitergetrieben, ey. Ja. Okay, soll ich, weil so viel passiert ist, noch eine zweite Nachricht schreiben? Ja. Ich guck mal kurz Leons Story an, was so abgeht. Ich könnte auch auf eine Story antworten. Carlotta ist für meine. Lange nicht mehr so schlecht geschlafen wie heute. Hey, Bro. Das ist immer so cool, man kennt sich gar nicht, aber schon mal mit Hey, Bro eröffnen. Ja. Hey, Bro, super.
Hoch. Nee, nee, mach das bitte. Mit dem Fehler, ne? Ja. Also das R ist auch noch groß geschrieben, dann nur das O klein. Hey Bro, habe heute auch schlecht geschlafen. Hey Bro, habe heute auch schlecht geschlafen, stehe nämlich auf Pelten. wollte er mir aber dein Golden holen, wäre das wirklich für dich. So random. Was soll ich schreiben? Ich habe gar keine Hemmung, irgendwas zu schreiben, so deswegen. Es war irgendwas mit Huber oder so. Max Huber. Max Huber sollst du schreiben. Erzähl mal die Story. Also wir müssen jetzt ja auf Stand gebracht werden, dass wir wissen, was ist mit Max Huber und wo können wir ansetzen. Ich war mal auf OmniTV und war da random unterwegs. War er das mit der Weihnachtsmütze? Genau, ja. Ja, verstehe. Und dann habe ich ihn quasi verloren, weil mein Internet, beziehungsweise sein Internet abgekackt ist. Und dann habe ich das TikTok gepostet und wollte ihn finden. Dachte aber, der ist 25 oder so. Hat sich herausgestellt, der ist in meinem Alter. Hat mir nach 10 Minuten, wo das Video online war, geschrieben. Und ja, das ist Max. Und jetzt wollen uns alle, also jetzt shippen uns alle und wollen, dass wir zusammenkommen. Aber wir sind Friends. Dann schreib jetzt, können wir unsere Beziehung nicht auf ein neues Level bringen? Wenn wir zusammen wären, könnte jeder Tag wie Weihnachten sein. Ist vielleicht ein bisschen, aber halt ist auch schön. Komplett low. Er wird okay. Halt eh nicht glauben. Komplett low. Wie kriegen wir denn eine krassere Ebene rein, dass das glaubt, Adi zum Beispiel? Okay, Maxine, du bist gefragt. Boah, Maxine ist für mich die Flirt-Expertin. Sie schafft es nach einem Prank ein zweites Mal wieder solche Nachrichten sich zu. Das ist heftig. Mhm. Das heißt, Maxine, zwischen Adi und Max ist ein bisschen der Stand so, dass er viel durchschauen wird. Und jetzt musst du nochmal die Ernsthaftigkeit wieder reinbringen. Also wie könnte Adi eröffnen, dass Max so ein bisschen auch denkt, ja, ich glaub's doch. Nee, keine Ahnung, würde ich halt eine Memo machen, würde zu sagen, so ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es ein Liebesgeständnis. Ich würde nicht direkt, das ist zu krass, weil dann glaubt er es eh nicht. Ich würde so sagen, ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, dass ich die letzten Tage ein bisschen anders zu dir war, aber ich habe mir viele Gedanken gemacht und irgendwie glaube ich, dass wir mal ein persönliches Gespräch bräuchten über die ganze Situation, weil mir die Nachrichten von den Leuten irgendwie schon zu denken gegeben haben und dann habe ich mal so drüber nachgedacht. Das ist gut. Das ist schön, ja. Das ist mega schön. Maxine, du bist aber jetzt fester Bestandteil hier, um die Nachrichten immer dann vorzuformulieren. Schön. Doch, ich finde ja. Finde ich gut. Gerne. Können wir jetzt einfach reden, ohne dass uns irgendjemand hört? Ich glaube, der Stream Max. Ist uns noch. Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag und hast gut gefeiert. Sorry, dass ich nicht dran gegangen bin vorgestern. Du weißt ja, ich gehe nie dran. Aber ich habe im Moment irgendwie voll oft so darüber nachgedacht, so die ganzen Kommentare, die immer über uns geschrieben werden. Und weil ich habe schon lange keinen Crush mehr auf den einen. Und dann, I don't know, als du mir das erzählt hast von diesem Mädchen, was bei dir war, war ich nur so, keine Ahnung. Was denkst du darüber? Adi, das war heftiger als alles, was Maxine nur im Kopf haben konnte. So. Digga. Wir haben geschrieben Nika Sophie, mitgehangen, mitgefangen mit so einem Smiley. Sie hat geschrieben, oh, das finde ich jetzt aber doof, dass sie mich damit reinzieht. Ach stimmt, das haben wir noch gar nicht aufgelöst. Ne? Ja. Wow, das war jetzt so unspektakulär. Ich schwöre. Oh mein Gott. Was passiert hier? Er so safe so, oh mein Gott, so habe ich auch die ganze Zeit gefühlt. Okay, Adi, das kommt gerade alles ein bisschen sicher plötzlich, weil ich nicht gedacht hätte, dass du dich auch mal meldest, erstens deswegen. Und zweitens, weil ich ja gar nicht blond bin und so. Ja. Und ich weiß auch nicht, weil du meldest dich öfter mal, wenn du ein Video brauchst. Ich weiß nicht, ob du es mal wieder. Oh nein. Verbiest. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Oh, voll süß. Aber er weiß also, schon, dass es nur für ein Video ist. Soll ich so, nein, what the fuck, ist doch nicht für ein Video. Ich mein's ernst. Mhm. Okay, wenn du das wirklich for real meinst. No. Du hast ja in den Videos gemerkt, ich bin dein kleiner Wauwau. So, ne? Gehst du weiter? Adi, kannst du da... Oh Gott, das sage ich jetzt nicht. Also das ist nicht, ich sag's nicht. Kannst du... Oh Gott, kannst du eine Antwort... Nein. Kannst du eine Antwort aufnehmen und bellen? Doch, ich finde ja. Doch, lass bitte. Bitte. Das ist dann wirklich der Tipp. Ich soll jetzt einfach sagen, okay, kannst du mir das beweisen, indem du bailst oder so? Ja, gut. Sag das mal so ein bisschen so bossy. Mhm. Ja. So chefmäßig. Okay. Aber auch so geil vielleicht. Ja, so ein bisschen. Also angegeilt? Ja, doch, schon. Oh Gott, okay, bitte. Meinst du, du kannst. Ah, nee, sie wird fragen, aber bailt. Entschuldigung, ich hab's auch noch nicht verstanden. Aber jetzt dass du mein Wauwau bist. Würdest du denn auch für mich bailen? Und ab jetzt lösen wir auch nicht mehr auf. Ab jetzt bleibt das unter euch. Vielleicht entsteht ja die schönste Liebesbeziehung, die wir uns 2021 nur vorstellen können.